Heute war ja diese Demo in Aschersleben, weil wir hatten ja letzte Woche in Aschersleben ein nicht so tolles Ereignis. Wie fandet ihr zwei das denn heute? Ich bin super glücklich. Ich bin immer noch sehr gerührt und berührt von den Menschen, die da waren, die uns ihre Solidarität gezeigt haben und wir ihnen ja im Gegenzug unsere Solidarität zeigen konnten. Einfach dieses Zusammenstehen ja, was ich gesagt habe, dass der Plan oder die Strategie nicht aufgegangen ist, weniger Leute auf die Straße zu kriegen, sondern dass wir heute doppelt, dreimal so viel gewesen sind, das war grandios. Also ich danke auch nochmal ganz, ganz herzlich jedem einzelnen Menschen, der den Weg zu uns gefunden hat. Und viele haben große Mühen auf sich genommen. Wir hatten ein Braunschweiger Ehepaar, der Mann 87, die Frau 84 Jahre alt. Die waren genial. Ich hatte die Frau auch gefragt, warum sie auf die Straße geht. Und sie hat dann geantwortet, weil sie diese Scheiße schon mal erlebt hat. Und sie kann das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren, sich da nicht entgegenzustellen. Das fand ich also Wahnsinn. Ja. Und Sven? Liebe nette Menschen war sehr, sehr viel. Dass der Lauf angemeldet wurde, gerade heute, das hat mich so ein bisschen geärgert. Ich hätte den heute erst rechtlich angemeldet. Ich hätte diese drauf ankommen lassen, was sie jetzt machen mit dem Lauf, definitiv. Das war ja gerade mal so ein Punkt, wo man sagt, so, jetzt zeigen wir das euch. Aber sonst, ja, trotzdem war es schön. Ja. Wir haben ein bisschen was rausgehauen. Mal gucken, wie geschnitten wird und verbreitet wird. Das ist jetzt ganz wichtig. Wir hatten mal eine Zeit lang, da brauchten wir das alles nicht. Da haben wir uns eigentlich beschwert, dass zu viele Streamer auf einmal da sind. Ja, jetzt brauchen wir sie wieder, um das nach außen zu bringen. Auch alle Medien am besten. Wenn ich mir überlege, dass bei TikTok 6,7 Milliarden Menschen angemeldet sind, dann brauchen wir dieses Medium auch, um unsere Stimmen weiter zu verteilen. Und alles, was möglich ist, nach außen zu verteilen, weil wenn wir jetzt nicht irgendwann anfangen, die nächsten 2, 3 Monate irgendwie aufzuwachen, alle, dann sieht es nicht gut aus. Also mein Aufruf wieder mehr zusammenhalten. Wir müssen alle mehr Natürlich. zusammenhalten. Jetzt mehr denn Denn je. je. Wenn wir das jetzt nicht machen, wann dann? Genau, sehe ich auch. Aber eins muss ich mal sagen, das waren heute wirklich, also wen ich hier heute alles gesehen habe, also die richtigen Leute waren auf jeden Fall da so. Das muss Ich man mal sagen. So. bin auch super zufrieden. Ja, Ja. natürlich kennt Sven durch Berlin. Wir hatten es auch in Aschersee mit das Maximum waren, glaube ich, 3.400 Leute. Bestätigt durch die Polizei bei einem Verfahren gegen einen ja, vermeintlich Beschuldigten, wo die Polizisten gesagt haben, es waren 3.400 Leute vor Ort. Natürlich kennen wir auch an, aber wir wissen ja, die Daumenschrauben werden angezogen, es wird immer mehr Angst gemacht. Eine Strack Immermann, die auf einer Kundgebung steht und mit dem Finger auf die Leute zeigt und sagt, weiß Ihr Arbeitgeber, was Sie hier machen? Das löst bei vielen natürlich Ängste aus. Ich finde trotzdem, es waren heute, wie du schon gesagt hast, es waren die Richtigen da, es waren mutige Menschen da. Es war, fand ich, eine tolle Atmosphäre auf dem Platz. Auf Die jeden Fall, ganzen die, Mitglieder. genau. Es waren wunderbare Redebeiträge, weil es ganz breit gestreut war. Jeder hatte seine eigene Thematik. Jeder hat auch seine eigene Art zu sprechen. So wie man jetzt sagen würde, es war für jeden was dabei, wo er sich auch verstanden fühlt. Und auch schön, dass Enrico und Susi von ST Medien, ST News, auch gekommen sind als Streamer. Es war auch der Micha da aus Karl-Marx-Stadt. Also, und wir hatten die richtigen Menschen einfach. Es war eine tolle Demo, wirklich. Und es war auch ein toller Spaziergang, was ich auch noch sagen wollte. Anmelden des Spaziergangs. Ich habe es heute in meiner Rede auch gesagt, habe es auch extra, ne, die Bauern damals unter Luther und unter Müntzer, die sind nicht zur Kirche gegangen, haben beantragt. Wir im Widerstand in der DDR haben auch nicht beantragt. Ich hätte den Spaziergang nicht beantragt, auch wenn Leute mich jetzt dann vielleicht blöd finden und sagen, oh, das ist auch stur. Aber es geht nicht. Wir können nicht bei denen, gegen die wir demonstrieren, auch noch unsere Demonstrationsrechte beantragen. Also das ist sowas von pervers. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da bin ich voll bei Sven. Aber es gab eben einige, die gesagt haben, wir kommen nur, wenn der Spaziergang angemeldet ist. Weil da gibt es dann einen, der hat schon eine Anzeige, angeblich wegen Volksverhetzung, der nächste hat wegen 188, also hier Majestätsbeleidigung und so weiter. Und die dann sagen, ja, die warten ja nur drauf, dass sie uns dann noch was anhängen können, dann wird,
der Fisch immer dicker und wir können es irgendwann nicht mehr bezahlen. Und ich hätte es nicht angemeldet. Ja, definitiv nicht nach dem, was die sich letzte Woche geleistet haben. Dann erst recht nicht. Aber gut, es ist gut verlaufen. Wir hatten keine Probleme. Viele Menschen haben sich dadurch vielleicht auch ein bisschen abgesichert gefühlt und haben gesagt, okay, dann kann ich mit dabei sein. Und ja, dann hat es auch seinen Zweck erfüllt. Also wir wollen ja auch alle mit abholen und wir möchten natürlich auch die Befindlichkeiten der anderen respektieren. Und nur weil ich so denke, heißt das ja nicht, dass ich voraussetzen kann, dass alle anderen auch so denken und dann daran teilnehmen. Also von daher, alles gut. Das eine Frage hätte ich an euch zwei Lieben nochmal. Wir haben ja gesagt, dass wir viel zu wenig auf der Straße sind. Habt ihr noch irgendwie Ideen, wie wir die Leute von der Couch runterkriegen könnten? Also ich befürchte, dadurch, dass ja die Leute schon von der Couch runter gewesen sind, zum einen, dass viele gar nicht ermessen können, welchen Erfolg wir im Widerstand haben, ob es jetzt die Nicht-Einführung der allgemeinen Impfpflicht gewesen ist, ob es die Umwandlung von einer Gaspreisumlage zur Gaspreisbremse gewesen ist, quasi über Nacht. Das sollte ja durchgedrückt werden. Wir sollten ja für die Industrie den Strom mitfinanzieren und dann wurde der Gaspreis gedrosselt. Natürlich immer noch auf einem unerträglichen und künstlich hohen Niveau. Aber es ist zumindest geschehen. Es gab andere Sachen und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir gar nicht wissen, was sie alles durchgedrückt hätten, wenn wir nicht auf der Straße gewesen wären, was niemals auf den Tisch gekommen ist. Manche Menschen können die Tragweite unserer Demonstrationen, also den Angstfaktor, den das auch bei den Politikern auslöst, können sie gar nicht ermessen und ziehen sich dann relativ frustriert zurück und sagen, ja, wenn die bis jetzt immer noch nicht zurückgetreten sind, dann macht es ja keinen Sinn. Wir sind aber quasi die Stolpersteine. Ja. Ihr hattet die erste Veranstaltung bereits, Diskussion statt Demo, dass man da Menschen wieder überzeugen kann. Es fehlt bei manchen auch tatsächlich aufgrund der Hirnwäsche durch das öffentlich Entrechtete ein Wissen darüber, was uns eigentlich umtreibt. Also es ist natürlich einfach, die eigene Lethargie auch dahinter verstecken zu können, zu sagen, mit diesen Nazis gehe ich nicht auf die Straße, obwohl wir gar keine Nazis sind. Ja, und wenn man sich mit den Leuten unterhält, also ich habe so viele Menschen im Widerstand kennengelernt, die quasi erkannt haben, dass ich nicht rechts sein kann, weil ich Rosa Luxemburg und Ernst Thälmann und Karl Liebknecht und so weiter zitiere und die dann zu mir kommen und sagen, also so ursprünglich bin ich ja auch aus dem linksliberalen Spektrum, also nicht ultralinks, nicht linksextrem, aber linksliberal und ich komme gar nicht damit klar, dass ich jetzt auf einmal rechts bin, ich war doch eigentlich immer links, ja, wo man dann sagt, du bist jetzt nicht mehr rechts, als du vorher gewesen bist, nur weil jemand sagt, du bist rechts, bist es ja nicht. Wenn heute jemand zu dir sagt, du bist ein Zebra, dann gehst du ja morgen auch nicht los und sagst, was, ich habe immer gedacht, ich bin ein Mensch, jetzt bin ich ein Zebra, Gott, ich bin ein Zebra, habe ich gar nicht gewusst. Also man muss sich da auch selbst ein bisschen rausnehmen und diesen Framing, was sie uns ja überstülpen, wir können es doch da nicht selber einordnen. Das ist ja eine Frechheit, das sind ja nur Totschlagargumente, ne, das sind Nazis und da darfst du nicht mitgehen und so, aber dieses Rechts und so, ich weiß gar nicht, wovon die ausgehen. Es geht auch nicht um Rechts und es geht auch nicht um Links, es geht nur, und ich habe das schon häufiger gesagt, aber so ist es, es geht nur noch um oben und unten. Genau. Und unten muss in so viele Teile wie möglich aufgespalten werden, weil wir ja viel mehr sind als die oben. Aber wenn wir alle gespalten sind, dann stellen wir keine Gefahr für diese paar Piesepampel oben dar, weil wir uns ja alle untereinander, ich habe es heute auf der Demo gesagt, auch diese Migrationsbewegung, feiern sich alle und stellen uns hin als rassistisch oder Ausländerhasser. Das sind die, die das nicht nur billigend in Kauf nehmen, sondern wirklich tatsächlich wollen. Migranten gegen Deutsche, deutsche Migranten sollen sich alle die Köpfe einhauen und die können dann unbemerkt im Hintergrund ihre Scheiße durchziehen. Ja, das soll ja auch so sein, ne? Genau. Also darum geht es ja, damit man die Gesetze verschärfen kann, Überwachungsmaßnahmen. Wir sitzen jetzt hier beim Griechen, ist vermutlich auch ein Nazi-Grieche. In Tetro gibt es den Nazi-Türken. Alle von uns, und es geht jetzt nicht nur darum, wo gehe ich essen, alle von uns, die ich jetzt gut kenne, haben Menschen mit Migrationshintergrund entweder in ihrer eigenen Familie oder in ihrem Freundeskreis. Und alle von uns hören genau von diesen Menschen mit Migrationshintergrund ununterbrochen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist so. Ja, da kommt immer Colette, bitte mach weiter, bitte, bitte, kämpfe, kämpfe. Die bringen, die
Assi kommt dann so. Diese Arschlochen, finde ich auch immer geil. Diese Arschlochen bringen die Schweine, bringen die in dieses Land. Ich bin abgehauen vor die Leute. Jetzt, die sind wieder hier. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Was machen die? Da kommt ständig, es sind immer wieder diese Aussagen. Und die verstehen absolut, was wir machen. Und die sagen auch, warum seid ihr denn nicht stolz auf euer Land? Warum sind die Menschen nicht stolz auf Deutschland? Wir haben immer alle auf Deutschland geguckt, wegen der Technologien, wegen der Autos, wegen allem. Und ihr macht euch immer so klein. Warum macht ihr euch so klein? Ja, weil wir schon mit diesem Rucksack groß geworden sind. Und das ist auch das, Sven hat es mal gesagt, ich habe es aufgegriffen, wo ich gesagt habe, es muss endlich wieder möglich sein, dass unsere Kinder mit einer weißen Weste auf diese Welt kommen. Es kann nicht sein, dass die alle mit dieser Schuld 33 bis 45 leben müssen. Wir haben schon nichts mehr damit zu tun. Unsere Eltern haben in den meisten Fällen nichts mehr damit zu tun. Und unsere Kinder schon gar nicht. Und deren Kinder werden mit dem gleichen Mist quasi permanent konfrontiert. Und das ist, Mann hat es beschrieben im Untertan, ich habe es auch schon mal gesagt, das ist keine Gebrauchsanweisung. Das war ein Weckruf an die Deutschen. Hört auf mit eurem Untertanentum. Und die kapieren es einfach nicht. Und das ist ja auch so ein Grund, was ich schon mitgekriegt habe, dass viele Migranten uns genau deswegen nicht mögen, weil wir rumkriechen und rumschleimen so, ne? Also ich habe da mal ein Interview gesehen mit so ein paar Rappern, die haben gesagt, eigentlich interessiere ich mich für Militär, würde da auch hingehen, aber guckt euch doch mal um, für wen wofür soll ich denn hier sterben und so. Für so, ne? Und für die gibt es nur Stärke und für die ist das das Schlimmste, wenn da einer rumkriecht. So, ne? Und das haben die ganz ins Gesicht gesagt, wir mögen euch nicht, weil ihr so seid. Vielleicht wären die ja auch ganz anders, wenn wir ganz anders wären. Die Menschen sind so konditioniert. Man muss vielleicht auch mal als Info rauschen, werden es vielleicht etliche auf deinem Kanal auch schon wissen, aber vielleicht teilen sie es ja mit dem einen oder anderen. 40% der wahlberechtigten Türken in Deutschland haben die AfD gewählt. 40%. Es ist doch eigenartig. Wählen die ihren eigenen Henker oder was? Die sind doch nicht dämlich. Nee. Und ich habe mich heute mit einer sehr netten Frau, die mich angerufen hat, unterhalten. Und die hatte mir erzählt, dass es ein Experiment gibt, weil wir darüber geredet haben. Wie schaffen die das, dass die Menschen so still bleiben? Und die sagte, die haben mit einem Floh, mit Flöhen Experimente gemacht und haben, also ein Floh springt 20 Zentimeter und die haben den in ein Glas gesteckt, wo bei 15 Zentimeter der Deckel war, verschiedene Flöhe. Und nach einer Woche sprangen die Flöhe nur noch 15 Zentimeter und als man den Deckel abgemacht hat, hat die rausgelassen, sind die auch nur noch 15 Zentimeter gesprungen, nicht mehr. Und auch ihre Nachkommen, die niemals in dem Glas gesessen haben, sind nur noch 15 Zentimeter hochgesprungen. Also ja, das ist dieses Konditionieren, das ist das, was die mit uns machen, schon seit, naja, eigentlich seit Kriegsende, das ist ja die Agenda. Seit 70, 80 Jahren, ja. Aber nochmal zurückkommen, weil Colette hat ja auch eine Meinung, ich habe auch meine eigene Meinung, warum das hier. Die machen es schon schön, die machen es cool, die haben ja einen Plan. Wir gehen davon immer aus, dass sie keinen Plan haben, aber die haben einen Plan. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass die Agenda ganz hinten das Ende sein soll, wissen die, wie die den Widerstand aufbauen müssen. Und seit 2,5 Jahren beobachten wir, dass der Widerstand zu Ende geht. Also es wird immer weniger. Und genau mit den Dingen, die sie ja machen. Genau mit den Dingen. Sie lenken uns ab. Sie lassen uns andere Dinge in den Vordergrund rücken und. Und gleichzeitig machen sie das häppchenweise. Und Salami-Taktik. Genau. Und selbst im Widerstand ist es manchmal so, dass man mit Menschen spricht, die ganz andere Dinge haben, wo wir, oder wo ich, meine Person ganz weit weg ist. Also Krieg, Nahost und wie es der Geier war, und das wird kommen und das wird kommen und das wird kommen. Man verliert das Ziel aus den Augen, diese Linie aus den Augen, wo es hier hin soll. Und bei den normalen Menschen, wir waren jetzt, deswegen hat es Colette angesprochen, ich war mit dem Uwe, dem Beobachter, waren wir Samstag schon mal draußen und haben die ersten Interviews gemacht mit den normalen Menschen. Wir wollten einfach nur ihre Meinung hören. Sie kennen die Symptome, aber sie wissen die Ursachen nicht, sie wissen die Punkte nicht zu verbinden. Ja? Also hat ja auch irgendein normaler Widerstand gesagt, verbinden die Punkte, haben ja viele gesagt, aber diese Linie, hey, ihr müsst dahin hoppen und dann habt ihr eine Linie. Die müsst ihr sehen, aber die sehen sie nicht. Ja, also Bargeld, ja, ist ganz wichtig, aber warte mal, eigentlich bin ich ja technikaffin, das ist ja nicht schlimm. Ja, und erst wenn du denen darauf hinweist, warte mal, aber wenn du gar nichts mehr hast, wenn die mit dir machen können, was du wollen, mit dem Knopfdruck, was ist denn dann? Dann kommt das Überlegen.
Und das ist bei den normalen Menschen. Wir müssen also aus der Blase viel mehr mit den normalen Menschen hin. Aber wir sind auch normale Menschen. Aber wir sind ja da drinnen. Wir beschäftigen uns damit. Wir sind Nachdenker. Seit klein an hinterfragen wir und machen. Wir glauben ja nicht alles. Ja? Wenn du den Fernseher anmachst, dann denkst du, oh Gott, was kommt denn da jetzt schon wieder? Deswegen müssen wir als Mensch, als alle, müssen wieder ins Gespräch kommen. Wir müssen uns über unsere Probleme unterhalten. Und dann kommen so eine Leute wie wir vielleicht, die dann sagen oder einen Denkanstoß geben. Einfach nur nachfragen. Siehst du das auch so? Siehst du das so? Wie siehst du das? Wie könnte das sein? Wie passiert? Hast du im Fernsehen das schon mal gesehen oder das schon mal gesehen? Viele im Widerstand sagen, hey, ich kick kein Fernsehen, interessiert mich nicht, na halt scheiße. Ja Leute, ihr müsst aber, wir müssen ja wissen, was die vorhaben, wir müssen wissen, was die planen, wir müssen wissen, was die schon wieder für Blödsinn verzapfen. Ja, wenn ich mir Habeck ankicke oder die Neser, die verzapfen jeden Tag Blödsinn. Mhm. Für mich ist es bloß im Moment zu ruhig, viel zu ruhig. Mhm. Die sind wirklich alle weg, wir werden vollkommen in Ruhe lassen, das kriegt ja keiner mit, was hier passiert. Jetzt sind die Sommerferien fast alle vorbei, dann kommen die erste Bundestagswoche und dann bin ich gespannt, was passiert. Naja, die sind aber natürlich sind die auch ruhig, weil die Wahlen anstehen in Thüringen und Sachsen und Brandenburg. Also die haben sicherlich auch ihre Hinweise bekommen, ihre Tipps bekommen, jetzt mal die Bälle flach. Weil die wissen ja, das kommt ja nur Scheiße. Also du kannst ja gucken, was du willst, das macht dich ja einfach nur wütend. Was du sagst, sehe ich genauso. Ich habe das auch mehrfach gesagt. Ich ziehe mir früh eine Stunde Morgenmagazin rein, damit ich weiß, womit das Volk verstrahlt wird. Mhm. Weil du kannst ja, du musst ja den Punkt finden, wo du ansetzen kannst, wo du überhaupt sagen kannst, okay, das ist das, womit die jetzt gerade zugeballert werden und du musst ihnen die realen Informationen dazu liefern, was los ist. Das ist ganz wichtig. Das macht keinen Spaß. Ja, manchmal hast du früh morgens 5:30 dann schon so das erste Herzflattern. Genau. Aber es geht nicht anders. Und das komplett wegzuschieben, also wir sagen es ja, wir müssen sie mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Aber um sie mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, müssen wir überhaupt mal wissen, was ihre eigenen Mittel sind. Und deswegen muss man sich leider Gottes damit auseinandersetzen. Genau, wir müssen wieder näher ran. Und wir müssen auch alle miteinander reden. Ja. Also wir machen viel mehr. Ich bin immer gesprächsbereit. Ich habe auch noch nie, also außer heute bei den Zivilpolizisten, wo ich gesagt habe, mit denen bitte nicht reden. Die drehen euch aus allem was. Aber ansonsten, ich kenne das ja von den linken Veranstaltungen, also gerade hier in Thüringen, da ist ja die, wie heißt die, Katharina König, Preuß König, irgendwie, die ist im Landtag für die Linken. Die macht da linken Demos und erzählt gleich am Anfang der Demo, wie die Linken sich vermummen können, ohne nach dem Vermummungsverbot verurteilt zu werden. Und ruft dann definitiv dazu auf, dass niemand von den Teilnehmern der linken Demo mit irgendjemand anderen sprechen soll. Ja. Wo ich mir denke, worum geht's da eigentlich? Also es geht doch am Ende nur darum, dass dass die gar nicht merken, wie viel Schnittmengen wir eigentlich auch haben. Ja? Oder der Höcke von Frank, die Mutter, hat es erzählt, die hat das Interview, das letzte Interview, was jetzt wohl kam, letzte Woche, ich war unterwegs, ich habe es nicht gesehen, und hat sie gesagt, also die sind doch alle ungezogen, dass sie den Höcke nicht ausreden lassen. Also es wäre doch eine Frage von Höflichkeit. Da habe ich gesagt, es tut mir leid, da zu korrigieren, das hat mit Unhöflichkeit nichts zu tun. Das machen die ganz bewusst, weil wenn man den Höcke ausreden lassen würde, dann würden die Menschen hören, dass der gar kein Nazi ist, dass das ziemlich vernünftig ist, was er erzählt als Politik für Thüringen. Darauf ist es ja abgestimmt. Und da würden ein paar Menschen mehr das Kreuz machen. Deswegen muss man ihm ständig ins Wort fallen, man muss ihn ständig provozieren, um ihn dann am Ende hoffentlich deren Meinung nach wie eine Hyäne darstellen. Da hat man die Bilder, die man will. Und dann schafft man eben wieder noch mehr Spaltung, noch mehr Spaltung. Also das ist ein ganz perfides Spiel und nichts davon passiert aus Zufall, gar nichts. Ja. Ja. Ich werde zu der Politik nicht sagen, ich äußere mich 2 Wochen nach der Wahl dazu. Ja, du hast ja schon vor uns einiges gesagt und ich denke, so wird es kommen. Ne? Wir reden nach der Wahl nochmal, Sven, ja? Nach der Wahl machen wir, haben nur 2, nach meiner Meinung, das ist auch nur meine Meinung, haben wir nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir kommen alle mit unserem Arsch endlich auf die Straße, sodass wir irgendeine Partei finden, die vielleicht sagt, wir müssen hier wirklich was ändern, die Menschen sind jetzt da, die lassen sich nicht mehr vertreiben. Dazu geht es uns aber alle noch viel zu gut. Das ist aber die Möglichkeit 1 und die Möglichkeit 2 ist, dass man im Hintergrund, und das hat nichts mit Diffamieren oder Delegitimieren des Staates zu tun, irgendwelche Lösungen erarbeitet, wie man es machen kann. Weil dieses Thema ist für mich riesengroß.
Deutschland ist nicht neutral, Deutschland ist nicht souverän, wir dürfen nicht alleine entscheiden. Wir haben hier jemanden, der entscheidet und das ist ein großes Ding. Artikel 139, Artikel 146 und dann können wir uns hinsetzen. Ja. Und genau das wollen sie nicht hören. Ich möchte hier keine Nazis haben, ich möchte hier keinen Faschismus haben, ich möchte hier keine Rechts- und Linksradikalen haben, ich möchte einfach nur in diesem Land leben. Aber ich möchte Politiker wählen dürfen und das vielleicht in einer... Egal was für verarteten freien Demokratie, wo jeder von unten nach oben wählen kann, ja, dass wir hier wieder wissen, wer für uns an der Macht ist. An der Macht, ja. Weil die repräsentative Demokratie hat für uns nichts gebracht. Und wenn wir so weitermachen, dann ist es leider so. Dann sind wir verloren. Ja. Dann geht die Agenda bis nach hinten durch. Und dann müssen wir hören, wie die Wahl war. Sven, ich habe es ja heute nicht umsonst gesagt. Wir wissen nicht, was passieren wird. Aber wir haben bei der Opposition zumindest eine 50-50-Chance und sollten sie es nicht umsetzen, dann müssen wir halt weiter demonstrieren. Bei den anderen sind wir bei einer Chance von minus 5.000. Also die haben ja nun hinlänglich über alle Legislaturperioden hinweg bewiesen, dass sie nichts für dieses Volk tun. Und ich bin ja eine große Verfechterin der direkten Demokratie. Das heißt, keine Partei, Vertreter, die sich nur Volksvertreter schimpfen, sondern wirklich Vertreter des Volkes, Menschen, die vom Volk quasi auserwählt werden, wo man sagt, dieser Mensch hat sich bewährt, ich weiß, der hat das und das geleistet, der hat sich so und so eingesetzt, das ist jemand mit einer sozialen Kompetenz, das ist jemand, der sich hinten selber anstellt für andere und die könnten unser Land nach vorne bringen, aber das wären natürlich die, die diesen Firlefanz nicht mitmachen und die würden in Rammstein nicht antreten. Ja, ich habe das in Chemnitz auf der Friedensdemo gesagt, wo ich meine, man muss wirklich mal darüber nachdenken, dass alle Politiker müssen in Berlin antreten zum Gespräch. Aber unsere Hampelbude tritt in Rammstein an. Was das eigentlich für eine Bedeutung hat. Ja? Worüber wieder keiner nachdenkt, von denen mit dem Leberwurstschnittchen und einem sauren Gürkchen auf der Couch. Aber es ist nun mal einfach so. Und man bräuchte sich nur mal im Ansatz mit diesen Dingen beschäftigen und man würde realisieren, was abläuft. Und dass wir eben nicht souverän sind und auch Aussagen von amerikanischen Politikern hören, ja, wie die sich äußern. Genau. Da weißt du doch, die haben uns doch komplett in der Tasche ja. Und nicht nur auf irgendeiner materiellen Ebene, sondern wirklich auf einer politischen Ebene. Und das muss aufhören. Also wir haben, glaube ich, hinlänglich bewiesen. Aber genau deswegen wissen wir doch, wo es eigentlich hingeht. Natürlich wissen wir, wo es hingeht. Also da kann jede politische Kraft, die noch so gut meint, in der 10., 20., 30. Reihe, die meint vielleicht gut, wenn die erste Reihe angerufen wird von jemandem, der sagt, so jetzt reicht's aber, oder? Reicht. Bis hierhin und nicht weiter, jetzt sind wir wieder dran und du hörst das Thema. Ist egal, wir werden sehen, was passiert. Ich wünsche mir das. Die erste Möglichkeit wäre am besten. Wir gehen alle auf die Straße und sieht das so schlecht, dass Millionen auf die Straße gehen und irgendeine Partei, ist mir scheißegal wer, oder irgendein Politiker aus der 50. Reihe sagt, reicht. Wir müssen jetzt anders handeln. Wir müssen unser Land mal wieder umbauen. Ja. Das gibt ja nicht nur den Bundestag, das gibt die Landtage, das gibt hier Frau Stadträtin und Kommunal und weiß ja gar nicht was. Aber wenn ich mir auf der Landesebene oder Kommunalebene auch schon angucke und ich war auch mal in der Politik so ein bisschen und sehe, dass irgendeine Partei am meisten Stimmen kriegt. Aber 5 Wochen später, wenn da darum geht, die Ämter zu verteilen, diese Partei gar nicht mehr beachtet wird, weil sich alle dagegen stellen, dann ist hier in diesem Land was faul, ganz einfach. Es klappt nicht, es kann nicht funktionieren. Also ergo ist das scheiße. Also müssen wir dafür sorgen, als Mensch, dass wir souverän werden, unabhängig werden und irgendjemanden dazu kriegen, wieder für den Menschen zu entscheiden. So wie Colette gesagt hat, ja, wir haben vielleicht kleine Nadelstiche gesetzt, wir haben irgendwas entschieden, aber eine direkte Demokratie hätte uns eine Impfpflicht gebracht, hätte uns eine Maskenpflicht auf Jahre gebracht und wir würden jetzt wieder vor dem Winter vor der M-Box stehen und alles Mögliche. Ja, also da frage ich mich auch, ist es das? Weil unsere Kinder sind abgehangen? Und die Menschen, die nicht so denken wie wir, die sind auch irgendwo abgehangen. Und außerdem darf man nicht vergessen. Und jetzt kommt das, was jeder vergisst. Corona ist lange her. Und der gentherapeutische Eingriff in den menschlichen Körper ist doch auch schon lange her. Echt? Damit werden wir noch jahrzehntelang zu kämpfen haben. Und sie machen munter weiter. Und für mich bleibt das Nächste. Genau, jetzt kommt das Nächste. Und für mich bleibt es so, was ich auf den Demos gesagt habe. Und ich habe noch keine Strafanzeige oder einen Strafantrag. Diese Scheiße tötet Menschen und verletzt Menschen schwer. Und wir werden es in die 6, 7, 8 Jahren sehen, was das uns gebracht hat. Wenn wir uns umgucken und jeder ehrlich zu sich ist und die Bevölkerung oder sein Umfeld beobachtet, merkt man bei vielen Menschen, dass sie 5, 6, 7 Mal geimpft sind. Und die brauchen wir. Die möchte ich auf unsere Seite haben. Berichtet, macht Mund auf, nimmt das Mikro, berichtet.
ihr habt Impfschäden, dann hau da raus. Ja, mein Arzt, und hau raus. Wie lange willst du noch warten? Wir haben mal gesagt, das sind unsere Kronzeugen. Mhm. Aber er sie das nicht verstanden haben. Sie brauchen keinen Scham haben. Sie brauchen kein schlechtes Gewissen haben. Wir müssen zusammenkämpfen. Sven, dafür müsste sich aber auch im Widerstand was ändern. Ein bisschen was ändern. Es wird im Widerstand von vielen Rednern nach wie vor werden die Menschen verurteilt, die sich haben impfen lassen. Anstatt ein Verständnis zu zeigen und zu sagen, sie haben eigentlich das gemacht, was menschlich verständlich ist. Sie haben denen vertraut, von denen sie geglaubt haben, dass sie ihnen vertrauen können. Und diese Menschen leben mittlerweile mit einer tickenden Zeitbombe in ihrem Körper. Also ich beneide die nicht, ich bemitleide die eher. Und da, ich habe auch mit vielen Teilnehmern auf Demos gesprochen, wo halt auch diese Wut da, die wollen bei mir gar nicht ankommen, wo ich gesagt habe, stell dir das doch mal vor, wenn du diesen Dreck in deinem Körper hättest und du würdest jetzt wissen, was es mit dir machen kann. Jeden Morgen stehst du auf und denkst, kriege ich eine Hirnwesen, Thrombose, kriege ich eine Myokarditis, kippe ich einfach tot um. Die haben so viel Angst. Und das wäre wirklich ein ganz großer Wunsch, dass die Menschen im Widerstand, die Redner, die ja quasi die Meinung nach außen tragen, dass die aufhören mit diesen Spalten, denn es ist eine weitere Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften, und sagen, wir heißen natürlich die Geimpften herzlich willkommen, und wenn wir euch helfen können, wenn wir euch unterstützen können, sagt es uns. Die werden ansonsten, natürlich werden diese Menschen zu uns nicht kommen. Das ist wie mit den Bürgergeldempfängern, auf die immer rumgehackt, auf denen immer rumgehackt wird, wo ich mir sage, klar, die Ukrainer sollten nicht Bürgergeld in der gleichen Höhe bekommen wie die Deutschen. Das ist völlig normal. Das ist auch ein Ungleichprinzip, ein erster, also Migranten erster. Das wollen sie jetzt wieder ändern. Erster Qualität. Ja, weil es kurz vor Wahlen ist, natürlich. Das wissen wir doch. Das ist alles strategisches Gesabbel. Und hinterher wird gar nichts geändert, weil sie dann wieder sagen, ja, das können wir nicht nach dem und dem Gesetz. Aber die normalen Menschen sagen dir das so. Aber auf den Bürgergeldempfängern rumzuhacken, von denen viele, und ich rede jetzt nicht die, die noch dafür bezahlt werden, dass sie irgendwo im Hartz-IV-TV den Oberassi spielen. Ich rede von denen, alleinerziehende Mütter, die definitiv keinen Job kriegen, weil der Chef schon sagt, was, du hast drei Kinder, bist alleine, die stelle ich nicht ein, du bist ja diese Woche krank, nächste Woche fällst du aus und so weiter. So, die sind irgendwann im Bürgergeld. Oder Leute, die einfach wirklich die Pech hatten in ihrem Leben. Das gibt's, es ist nicht jeder mit Glück beschenkt. Einzelfallentscheidung. Und für mich sind auf den immer rumzuhacken und damit ja auch wieder eine Spaltung zu erreichen, das auch wirklich garantiert kein Bürgergeldempfänger auf unsere Demo kommt, weil sie sagt, ich bin doch nicht bekloppt, ich stelle mich doch da nicht hin und lass mich von denen noch beschimpfen. Aber das ist doch so, ihr wollt, und manche von uns hüpfen schön auf den Zug hoch. Ja, selbst, und das muss, muss aufhören. Wir müssen einfach zusammen, das ist ja das, dieses Zusammenstehen zu erkennen. Es ist jeder, am Ende des Tages ist jeder nur ein Mensch. Egal, was er für Entscheidungen getroffen hat, egal, was ihm im Leben passiert ist. Auch wenn er mal Mist gebaut hat. Richtig. Eben. Wir sind alle nicht fehlerlos. Wir machen alle Fehler. Definitiv. Und wir müssen alle zusammenstehen für eine bessere Zukunft. Äußert euch. Jede Partei macht was für uns Menschen, und die Menschen werden euch wählen. Aber ihr müsst euch für die Menschen wieder interessieren. Aber ihr habt euch 70 Jahre nicht für die Menschen interessiert. Also wird sich nicht ändern. Aber wir reden später nochmal. Deswegen machen wir weiter. Natürlich. Aber jetzt wird uns kalt. Wir machen jetzt Ende und sagen, bleibt auf der Straße, bleibt stabil, haltet zusammen, denn wir sind alle nur Menschen. Und schlaft alle schön oder wacht gut auf oder habt einen guten Tag. Bleibt gesund, passt gut auf euch und auf eure Lieben auf und informiert euch weiter. Umfangreich, nicht nur von einer Quelle, auch im Widerstand, immer wachsam bleiben. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Wir sehen uns auf der Straße, ihr Lieben. Richtig. Ich danke euch. Gesehen.